Ja, das erste Erlebnis hatte ich in einem Dorf erlebt, wo ich hingezogen bin. Da war ich noch ganz klein. Da war ich circa 3 Jahre alt und dort habe ich mit meiner Mama und mit meinem Stiefpapa gewohnt. Und ich weiß noch, dass ich mich halt eines Abends fertig gemacht hatte und habe mich in mein Bett gelegt. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte damals das dringende Bedürfnis gehabt, unter mein Kopfkissen zu gucken. Und ja, ich drehte mich halt um und habe halt das Kopfkissen angehoben und sah ein Licht. Einfach, das strahlte mich an und es war auch keine Taschenlampe unter dem Kopfkissen zu sehen oder anderes Material, sage ich mal, was halt blenden könnte. Und ich weiß nur noch, dass ich eine Heidenangst hatte und das Kopfkissen ganz schnell wieder auf das Laken praktisch geschmissen habe. Und was es war, weiß ich bis heute nicht. Das zweite Erlebnis hatte ich auch in dem Dorf gehabt, wo ich gewohnt hatte. Allerdings sind wir in ein neues Haus gezogen. Das war im Jahr 2000. Und ich weiß noch, dass ich mich auch eines Abends fertig gemacht hatte und habe mich in mein Bett gelegt. Und dann hörte ich so Schritte halt auf mich zukommen. Es hat sich eher mehr so wie so ein Schleichen gehört, als ob irgendeiner mit Barfuß über einen Teppich gegleitet ist. Und als erstes hatte ich gedacht, dass das vielleicht meine Mutter war, die im Flur umherspazierte oder mein Vater oder meine Schwester. Ich bin halt aufgestanden und habe halt meine Tür aufgemacht. Aber da war halt niemand zu sehen. Das Einzige, was ich nur noch gehört hatte, war, dass unten meine Eltern in der Wohnstube saßen und Fernsehen geguckt hatten. Aber das Fernsehen war das nicht, was ich gehört hatte. Es hat sich wie ein Schleichen halt angehört. Und es war so laut gewesen, als ob ich schwören könnte, dass wirklich neben mir jemand war. Und dann habe ich an meine Schwester gedacht, aber die war halt in ihr Zimmer und hat tief und fest geschlafen. Naja, jedenfalls bin ich dann wieder zurück in mein Zimmer gegangen, habe aber die Tür diesmal offen gelassen, weil ich ein bisschen Angst von den Schritten gekriegt hatte. Als ich dann wieder in meinem Bett lag, habe ich das wieder gehört. Erst war es ganz leise und dann wurde das immer lauter. Ich habe auch erst gedacht, dass das vielleicht mein Herzschlag sein könnte, aber das war es nicht. Und vielleicht war ja auch irgendwo ein Tier, ein Insekt, was halt an der Wand gekrabbelt ist, aber das war es auch nicht. Und ja, jedenfalls ein paar Tage später hatte ich das dann bei meiner Mama gesagt, dass ich halt immer das Gefühl habe, dass irgendeiner in meinem Zimmer ist, weil ich immer Schritte höre. Und sie hat dann zu mir gesagt, dass sie das auch mal gehört hatte, wo sie in meinem Zimmer war, aber sie war der festen Meinung, dass es die Küchenuhr war, die geschlagen hat. Und dann meinte ich zu meiner Mama, nein, ich werde doch wohl eine Küchenuhr und halt Schritte voneinander unterscheiden können. Und jemals meine Mutter meinte, nein, das ist die Küchenuhr und basta. Jedenfalls eines Abends bin ich dann einfach mal runtergegangen in die Küche und habe einfach mal die Batterie geklaut von der Küchenuhr, sodass sie halt nicht mehr ticken konnte. Ja, dann bin ich halt wieder in mein Bett reingegangen, habe es aber trotzdem gehört. Es war wieder erst ganz leise und es wurde immer lauter. Und dann habe ich mal versucht, mal hinzuhören, habe einfach das etwas, sage ich mal, dazu gebracht, dass es ganz nah an mich rankommen sollte. Ich hab nichts gesehen, ich habe nur das gehört. Und je näher es kam, umso lauter wurden die Schritte und umso mehr Angst habe ich einfach gekriegt. Und dann habe ich halt das Licht angemacht, weil neben meinem Bett stand ein Beistelltisch und dort war halt eine Lampe drauf. Und wie gesagt, ich konnte nichts sehen, sobald das Licht an war, habe ich auch die Schritte nicht mehr gehört. Und dann habe ich viele Nächte mit Licht angeschlafen. Ja, und tja, es ist heute sogar noch so, wenn ich meine Eltern besuchen gehe und ich bin alleine im Zimmer, höre ich immer noch diese Schritte. Was es ist, weiß ich nicht, weil das Haus ist eigentlich relativ neu. Vielleicht kann man sagen, ja, die Wände arbeiten, aber das war es nicht. Keine Ahnung, weil wenn die Wände gearbeitet hatten, dann haben sie eher mehr so geknackt. Aber es war nicht das Schleichen. Eines Abends war ich mit meiner Schwester bei Freunden und haben dort geplaudert und eine schöne Zeit verbracht. Und irgendwann war es halt so spät gewesen und da haben meine Schwester und ich gesagt, okay, jetzt wird es mal Zeit, nach Hause zu gehen. Und man muss sich vorstellen, dass der kürzeste Weg durch den Friedhof führt. Und jedenfalls war es draußen schon etwas dunkel und ich wollte unbedingt nach Hause. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, ach komm, lass uns trotzdem einfach durch den Friedhof gehen, da ist ja nichts bei.
Man muss auch dazu erwähnen, dass in der Nähe des Friedhofes auch eine alte Ruine war. Jedenfalls, sie wollten durch die Friedhofsgasse, sage ich jetzt mal, gehen und sahen vor einem Tor so eine schwarze Gestalt. Also was das für eine Gestalt war, konnte man erst nicht erkennen, weil das eher mehr so wie ein schwarzer Nebel aussah. Und irgendwann hatte es die Form, ich würde beinahe meinen, von einem Hund. Und meine Schwester und ich, wir starrten uns gegenseitig an und haben dann gesagt, okay, was ist das? Wir konnten uns das nicht erklären. Und dann sind wir doch den längeren Weg gegangen. Deswegen sind wir um den Friedhof rumgegangen. Weil, wie gesagt, wir hatten auch eine Heidenangst gehabt und wussten nicht, was dieses Etwas war. Zum Schluss konnte man sich denken, dass es vielleicht ein schwarzer Hund war oder irgendwas anderes. Denn es gibt nämlich eine Sage darüber, dass in dieser alten Ruine, die ich ja vorhin erzählt hatte, da gab es mal einen Mann und dieser Mann wollte einen Schatz stehlen. Und zwar sollte angeblich in dieser Ruine halt ein Schatz vergraben sein und den wollte er unbedingt haben. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber jedenfalls wurde dieser Mann halt bestraft. Von wem weiß ich nicht mehr so genau, aber jedenfalls der wurde halt in so eine Art schwarzen Hund verwandelt und der sollte halt auf den Schatz aufpassen. Und ja, was das war, keine Ahnung. Jedenfalls, das passte einfach nur, weil alles nah beieinander war. Also das nächste, was mir passiert ist, das hatte ich schon als Kind gehabt. Wie alt ich da war, weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls weiß ich, dass ich das als Kind öfter hatte als jetzt. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe mich auch abends ganz normal bettfertig gemacht und habe mich in mein Bett gelegt. Und wie soll ich sagen, also ich lag in meinem Bett und habe noch alles gesehen, also wie halt mein Zimmer aussah. Und ich konnte mich auf einmal nicht mehr bewegen. Ich hatte panische Angst gehabt und habe versucht, mich zu bewegen, aber ich konnte nicht. Ich war wie gelähmt. Ich konnte auch nicht reden, ich konnte nicht schreien. Ich konnte mich nicht bewegen und ich spürte auf einmal plötzlich, als ob irgendwas auf meinen Körper drückte. Also ich habe praktisch einen Druck halt auf der Brust gespürt. Ich konnte nicht richtig atmen. Ich wollte versuchen, das etwas, was halt auf meiner Brust einen Druck ausgeübt hat, wegzuschubsen. Aber es ging ja nicht, weil ich mich nicht bewegen konnte und ich konnte auch nichts sagen. Und dann habe ich gespürt, dass irgendeiner halt mich an meinen Fuß packt und mich vom Bett runterzieht. Und in dem Moment konnte ich halt schreien und ich habe immer nach meiner Mutter geschrien, weiß ich, aber sie kam nicht. Und irgendwann lag ich dann wieder in meinem Bett und konnte mich dann endlich bewegen. Und als ich dann mich umsah, konnte ich wie gesagt nichts sehen, aber ich habe halt gesehen, dass mein Bett halt ja wüst aussah. Entweder habe ich geschlafen, habe das Ganze nur geträumt und mich wild umhergewälzt, aber andersrum, ich habe ja alles gesehen. Ich weiß, wie der Raum aussah, ich konnte jedes Detail erkennen. Ja, und je älter ich wurde, wie gesagt, umso weniger wurde es, aber wenn es dann halt kam, war ich halt sehr verängstigt. Und dieses Erlebnis hatte ich einem Freund von mir erzählt, der ist, wie soll ich das erklären, ich sag jetzt einfach mal, er glaubt halt an Gott. Und so, ob ich das halt nun selber tue, ist jetzt mal fraglich. Jedenfalls, er meinte zu mir, dass wenn mir das nochmal passiert, soll ich einfach an das Gute denken, an etwas, was mich glücklich macht und soll versuchen, die Angst zu unterdrücken. Ich soll einfach nicht zeigen, dass ich Angst habe, dann wird das alles schon besser werden. Und dann war das Ganze vor 2 Jahren, circa 2 Jahre, da habe ich noch bei meinen Großeltern gewohnt und da hatte ich das nochmal gehabt. Ich lag in meinem Bett, hatte wieder eine Heidenangst, hatte einen Druck auf der Brust, ich konnte nicht atmen und irgendwas fasste wieder an meine Beine. Und da habe ich einfach mal versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe einfach gebetet, habe gesagt, ja, lieber Gott, jetzt ist es wieder soweit. Bitte pass auf mich auf und sorge dafür, dass mir nichts Schlimmes passiert. Und in dem Moment konnte ich mich bewegen, konnte ich sagen, bitte lasst mich in Ruhe, ihr macht mir keine Angst mehr. Und ja, seitdem wurde es besser und seitdem habe ich das auch nicht mehr. Oder beziehungsweise sehr, sehr selten, vielleicht jetzt einmal im Jahr oder so. Und dann versuche ich das immer wieder an das Gute zu denken und dann geht das auch ganz schnell wieder weg. Das nächste Erlebnis, was ich erlebt hatte, da wohnte ich auch noch bei meinen Großeltern. Und ich bin von der Schule nach Hause gekommen und ich war immer so ein bisschen müde nach der Schule, weil ich stand morgens um 5 Uhr auf und war erst abends um 18 Uhr zu Hause.
ja, wie gesagt, ich bin halt angekommen und habe einfach, wie man immer so ist, seine Sachen in die Ecke geschmissen und habe mich halt auf mein Bett gelegt, weil ich noch ein bisschen dösen wollte, weil meine Freundin kam nämlich in ein paar Minuten und da wollte ich irgendwas noch ein bisschen die Chance nutzen, ein bisschen ja, rumzudösen, sage ich jetzt mal. Und ja, und auf einmal konnte ich mich da halt auch nicht mehr bewegen und habe auch einen Druck gespürt. Aber diesmal habe ich eine Stimme gehört und sie hat gesagt, ja, wir lassen uns das nicht länger mehr von dir gefallen, dass du immer das Gute glaubst, wenn ich bis drei zähle, dann haben wir dich. Und ich hatte so eine Angst gehabt und konnte mich, wie gesagt, nicht bewegen. Ich konnte nicht schreien. Ich hatte nur noch meine Augensperre weit offen gehabt. Habe versucht, irgendwie mich zu bewegen. Es ging einfach nicht. Und dann fing diese Stimme an zu zählen. Diese Stimme, das war eine sehr tiefe, gruselige Stimme. Und als die Stimme bei zwei war und anschließend drei zählen wollte, habe ich das irgendwie geschafft, mich loszureißen und saß auf dem Bett. Und genau in dem Moment, wo ich halt saß, habe ich meine Freundin in mein Zimmer gehen sehen und die hat mich nur noch mit offenen Augen angestarrt und hat gesagt, was war denn das jetzt gerade? Und da habe ich ihr einfach nur gesagt, ja, nee, alles ist okay, alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, warum, ich hätte ihr die Wahrheit sagen können, aber irgendwie wollte ich das nicht. Weil ich irgendwie gedacht habe, wenn ich ihr das sage, die hält mich für bekloppt. Das nächste, was mir passiert ist, da war ich in der Schule und ich hatte Schulschluss gehabt und nach dem Schulschluss musste ich immer zum Bahnhof laufen, um halt nach Hause zu fahren, ist klar. Aber jedenfalls, diesmal bin ich nur zum Bahnhof gegangen und dort gab es einen Bücherladen und ich lese halt auch sehr gerne, am liebsten so Krimis oder Horrorbücher und dort hat ein Buch meine ganze Aufmerksamkeit gekriegt, das hieß Das Böse in uns und das war von einem Cody McFain, glaube ich, hieß er. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe mir das gekauft und bin nach Hause gefahren und habe gleich mal so die ersten Seiten schon im Zug gelesen. Und bin zu Hause angekommen, habe erstmal das Buch ins Regal gepackt, weil ich noch einen Freund anrufen wollte. Und jedenfalls, immer wenn ich in mein Zimmer war, habe ich immer meine Zimmertür zugemacht und mein Fenster war eigentlich so gut wie fast nie offen. Jedenfalls, es war auch zu und ich saß an meinem Schreibtisch, habe dann mit meinem Freund telefoniert oder mit einem Freund und ja, wie gesagt, ich hatte das Buch vorhin ins Bücherregal gepackt und ich drehte mich zu meinem Bücherregal um und sah, wie die Bücher hochkant nacheinander runtergefallen sind und nur noch ein Buch war halt übrig. Ja, und das war genau das Buch Das Böse in uns, so hieß es nämlich. Und mein Freund hat gesagt, was war denn das denn jetzt gerade für ein Lärm? Und dann meinte ich nur, du wirst es nicht glauben, die Bücher sind hochkant aus meinem Bücherregal gefallen. Und er meinte einfach nur, was, wie jetzt? Vielleicht hast du die irgendwie nicht richtig hingestellt. Ja, wenn man die Bücher nicht richtig hinstellt, dann rutschen die höchstens zur Seite weg, aber nicht hochkant. Und ich hatte immer eine Figur neben meinen Büchern zu stehen gehabt, sodass halt die Bücher nicht zur Seite rutschen könnten. Aber die sind hochkant rausgefallen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich sag mal, selbst wenn jetzt ein Durchzug wäre, würde kein Buch hochkant aus dem Bücherregal rausfallen. Ich weiß bis heute nicht, was der Grund dafür gewesen war. Ich weiß nur noch, dass ich das Buch genommen habe, habe das aus meinem Zimmer verbannt. Jemand, ich habe das heute nicht mehr.